Wie jede Rüstung was eigenes. Okay. Achso, du kaufst nichts an, okay. Die dritte Quelle kostet 1000 Rubis und die vierte Quelle 10.000. Ich meine, den einzigen Weg, den ich kenne, Money zu machen, ist literally Bernstein und so ein Shit zu verkaufen. Weil die habe ich halt in rauen Unmengen. Ich hasse dieses Menü. Sure, ich zeig dir gern, wie gut ich mit dem Bogen bin. Die Laterne war der Statue der Göttin. Gott, wo war denn die Statue der Göttin her? Achso, die war hier vorne, ne? Hat er die mir actually markiert? Nee, hat er nicht. Ja, Moment, das mache ich gleich. Nicht jetzt. Lass mich jetzt erstmal meinen Shit hier verkaufen. Sonst werde ich schon wieder sidetracked und vergesse alles. Laternen bei der Statue der Göttin. Okay. Nein. Gott, ich hasse dieses Menü. Doch Unmengen an Monster-Shit. Beruhigend, dass ich gefühlt alles gebunkert habe, wie blöd. Ein bisschen viel. Ma? Okay, das lohnt nicht. Okay, lass den Schleimkram mal in Ruhe. Für so einen dämlichen Riesenkern. Und ich weiß noch nicht, wofür ich die Riesenkerne brauche. Okay. Hast du Feuerpfeile? Just for the lulz? Ne, du hast nur Holz. Oh, du hast Feuerpfeiler. Zwei. Ma? So,
So, jetzt frage ich mich gerade nur, wo die blöde Statue war. Ich glaube hier runter. Ich kann mich halt echt nicht mehr erinnern. Das ist weird. Nee, hier runter war es anscheinend nicht. Hier ist nämlich gar nichts. Schön. Dann war es doch die andere Richtung. Hör auf mich an zu brüllen, ey. Statuen-chan, wo bist du? Nice lag. Da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich direkt am Anfang des CT war hier. Ja, das hier ist der Anfang. Aber ich sehe keine Statue. Hey, das ist ein Problem. Hey, Pika. Das ist actually ein Problem. Wo ist die Schallstatue? Vielleicht oben? Statue. Ja, nimm das Ei. Ja, hier geht's nur zum Schrein. Alter, wo ist die scheiß Statue? What the freaking hell? Ist halt auch so gut, dass die mal so gut sichtbar sind, die Dinger nämlich nicht. Ah, okay. Hier ist die Statue Göttin. Die Fackeln. Ach so, die Dinger da. Ja, dafür brauche ich definitiv einen Bogen. Aber dafür brauche ich keine Feuerpfeiler. Sagt dir das die Karte nicht? Nope. Die Karte sagt dir Shit in diesem Game. Ein lustiges Rätselraten alles. Mifas Gebet ist bereit, ja. Wenn du es brauchst. Mifa mieft. Ich bin mal gespannt, was meine Belohnung ist. Wahrscheinlich so gar nichts. Yay. Also ich meine, man denkt sich, ne? Oh, dö. Aber die sagt ja halt nur, wo es ist. Weil meine Quest ist, hey, geh zu Garnum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Quest nicht bei ihm abgeben muss. Ich will keine Kleider. Gott, wo war der? Zurück. Die Karte ist halt ein Witz. So. Ja, ich habe einen Scheiß gemacht. Kriegt da jetzt was Tolles für? Hey. Du bist richtig. Was? Ja, toll. Hab ich toll gemacht.
20 Rubine. Das war ja totally worth it. Du brauchst 4 Pfeile für die ganze Aktion und du kriegst 20 Rubine. Du machst also plus minus 0. Schön. Danke, Spiel. Danke für dieses sehr erlebnisreiche Event. Was habe ich eigentlich erwartet? Dass ich irgendwie Pfeile kriege oder hey, deine Bögen machen jetzt aus Prinzip mehr Schaden. Ne? Du kriegst literally nichts. Ich will nach da. Loot. Warum kann ich eigentlich keine Feen catchen? Oder kann ich bestimmt. Ich darf bestimmt nur nicht nur so rumtapsen wie immer. Jo, ich hab deine Rubine. Hentai-Alarm! Gott, die sind alle so creepy. So. Ja, wir verstärken mal. Ein gutes Stück zu verstärken. Der Kram braucht Leunenhorn? Are you fucking shitting me? Oh, this is horrible. This is the worst. Das heißt, ich muss actually Leunen killen dafür? Ab Stufe 2 bekommt ihr noch extra Effekte. Oh, das Problem ist, ich weiß nicht mal, wo ich 3 Leunen finde. Ich komme so gerade auf 2. Außer die Respawn. Das ist ein anderes Thema. Wenn die Respawn, weiß ich, wo es ist. Aber, uff. Hätte es nicht einfach irgendwas Einfaches sein können? So, keine Ahnung. Bananen oder irgendwas? Ja, die Respawn. Ich meine, ich kann mich an 2 Stück erinnern. Der eine war halt der, den du in der Story gefunden hast. Der komische Leunentypi, der die Donnerpfeile hat. Und halt den einen Eisleunen, den wir durch Zufall gefunden haben, als wir eben zum Labyrinth gelaufen sind. Aber ganz ehrlich, ich gehe immer noch davon aus, dass der scheiß Leunenbro mir immer noch einen Arsch versohlt. Es gibt eigentlich ziemlich viele. Okay. Dann habe ich es anscheinend bisher geschafft, erfolgreich um die rumzulaufen. So, der andere Feenbrunnen war irgendwo in der Wüste, sagst du ja. Ich meine, den da oben habe ich ja schon.
Den haben wir, den habe ich auch markiert, ne? Ja. Dann gehen wir doch einfach mal einen Arsch der Welt in die Wüste. Oh, guck mal, Südoase. Da waren wir noch nie. Im Master Mode ist direkt einer im Startgebiet. What? Das ist ja weird. Warum? Einfach nur zum Abfacken. Ja, verständlich. Ich meine, du kommst ja zum Startgebiet zurück. So ist es ja nicht, aber das ist so. Wer guckt da nochmal nach? Das so, hey, ich bin am Ende des Spiels. Wo finde ich denn jetzt meine Endgame-Upgrades? Ja, richtig. Am Anfang des Spiels. Irgendwie nicht so. Und hier laufen nicht zufällig ein paar Robben rum? Eigentlich will ich dahin robben. Weil die Robben sind irgendwie cool. Aber warte, ich kann mir doch einfach hier eine Robbe klauen. Die Robbe einfach abhaut. Und ich glaube, das ist so das einzig wahre Highlight, was dieses Spiel hat. Diese Sandrobben. Die sind halt 10 darauf 10. Ach, come on. Ich war immer noch zu laut, hä? Gott, das ist so ein Abfuck. Du darfst halt nicht ein Geräusch machen. Du kannst dich doch nicht einfach umdrehen. What the f... Das ist frustrierend. Im Master Mode willst du eigentlich nur gegen die Bosse kämpfen, alles andere ist Hölle. Warum habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen systembedingt? Gotcha. Hey. Hey. Was ist das hier? Oh, das hier ist ein Schrein. Was ist los? Nein, ich mach keinen Sandrobbenrennen. Ich bin doch. Ich hab das Ding da nicht mal. Oh mein Gott. Ist ja gut. Hauptsache, ich habe meine Robbe verloren. Danke, Spiel. Kannst mich mal kreuzweise, ey. Alle Gegner sind eine Stufe aufgewertet und dann gleich direkt 100 HP Gegner plus... Alter, was? Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja, das da sieht sehr nach Feenquelle aus. Oh ja, ich friere mir den Arsch ab, weil mir kalt ist. Kann ich das nur mit einem anderen Kopf regeln? Ja. Ich habe jetzt weniger auf dem Kopf an, aber mir ist nicht mehr kalt.
Immer ein Fleisch. Hey, mal nicht gefroren. Das ist schon mal ein Anfang. Ach ne, nicht fucking Fledermaus-Scheißdinger. Also ich könnte einfach sprinten jetzt, wo ich mehr Ausdauer geholt habe, ne? Haben wir es dann? Danke. Der einzige Grund, warum ich bekämpfe, ist, weil ich den Kram verkaufen kann. Jupp, ist klar. Ich beschütze dich. Ist klar. Oh toll, hier ist gar nichts. Okay. Oh doch, hier. Ich weiß nicht mal, wo das Vieh ist. Anscheinend nicht mehr hier. Okay, die Südoase war es nicht. Gott, ist das ätzend. Ich habe halt jetzt echt eigentlich keine Lust, hier durchzulaufen und alles abzusuchen, wenn ich ehrlich bin. Es könnte halt überall sein. Das hier ist sogar Kartenrand. Das ist das einzige Ding, was ich jetzt noch ablaufe, wenn ich ehrlich bin. Wo ist das Vieh? Links von mir. Okay, zeig mir eine Helfbar, aber sag mir nicht, wo der Mob ist. Ist okay. Ein Skelett in der Nähe. Ja, das ist ungefähr beim Skelett in der Nähe. Gucken wir mal. Lass mal da hinlaufen und versuchen, nicht von dem riesen Sandwalvieh gekillt zu werden. Jo, was actually impossible ist. Gott, ich hasse das Ausdauersystem so sehr. Oh, finally hat das Ding aufgehört, mich zu verfolgen. Das ist ja bekloppt bei, ey. Und natürlich ist der Sandsturm da. Was passiert eigentlich, wenn ich so ein Vieh töte? Chicken Nuggets?
Geflügel. Oh, Steinlänge. Ihr wart anfällig gegen Dings, ne? Nicht mein Schild. Dreh dich nicht um. Nee, Schlag in die Luft. Das ist genau das, was ich wollte. Gut, dass wir darüber geredet haben. Dass da der Sandsturm ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, by the way. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Weil der Sandsturm wurde doch verursacht von Dings, von den Titanen. Der Titan ist allerdings jetzt cool. Also, warum ist hier ein Sandsturm? Weil der Titan chillt da. Gott, wie weit ist das noch? Ja, das ist voll im Sandsturm. Das geht mir gerade voll auf den Keks. Weil ich definitiv nicht in den Sandsturm reinlaufe. Trick 17. Ja, da ist der Sandsturm immer noch. Warum? Weiß man nicht. Ich habe ja nur fast 24 Stunden gewartet. Gott, das pisst mich so an. Ja, hier ist... Warum? War fucking rum. Ich weiß, dass das funktioniert, weil ich das schon mal gemacht habe. Ne, hier ist einfach immer so ein Sturm. Das ist ein Problem. Ja, das ist voll Abfuck. Oh, I'm not a fan of this shit. Ne. Was soll das? Was soll das? Das ist absolut dämlich. Habe ich noch irgendwo was, was ich futtern kann, was nicht? Danke. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich kann mich danach ausrichten und gerade ausdrücken, I guess. Yep, hoffen wir mal, dass wir damit richtig sind. Sorry, ich kann euch nicht fighten, dann würde ich die Orientierung verlieren.